Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Icewind Dale. So, Problem, wir kommen hier erstmal nicht raus. Haben hier noch ein wenig mit Malavon zu arbeiten. Was haben wir denn eigentlich noch so an Flächenschaden da oder an Zauber generell? Ihn vielleicht ein bisschen brennen lassen. Ich höre dich. Noch einen heiligen Schlag drauf. Die fetzen sich jetzt gegenseitig, warum auch immer. Bereit und willig. Und du hast jetzt irgendwie verzogen. Das ist nicht schön. Stirb! Ich hoff's doch mal. Du kannst auf mich zählen. Versöhn dich mit deinen Göttern. So, warum steht ihr eigentlich genau da unten? Deine Wünsche? Nun gut. Dem Metz da drin, das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Das wird ja wahrscheinlich nix. Ja? Beim Fluch belegen. Ihr rennt auch die ganze Zeit so wie aufgescheucht wie durch die Gegend. Bleibt doch mal stehen und rennt halt nicht in den Scheiß da unten rein. Ich bin hier. In Ordnung. Ach ja? Wie gesagt, haltet euch doch von dem Mister mal fern, Kinas. Du hast halt immer noch keinen Schaden genommen. Das ist doch kacke. Wie gesagt, wenn wir diese Charaktere mal wenn die mal anständiges Zeug machen würden, wenn die sich mal anständig bewegen würden, nicht so dumm wie aufgescheucht durch die Gegend rennen. Wir doch alle. Du kriegst also zumindest durch das Gift ein bisschen Schaden. Also wenn du dich unbedingt da hinten aufhalten willst, ist mir das recht. So, ja, tödlichen Nebengang zu machen, das ist ja. Da sind wir ja noch weit genug weg bisher. Ich muss mich ausruhen. Freund. Nicht da hochlaufen. So. Was haben wir denn noch? Können wir auch noch eine Gaswolke machen. Für eine Weile rasten. So, okay, du rufst jetzt zwar noch Monster herbei, aber ich glaube, dein Dings ist jetzt schon mal weg. Was? Das wäre ja schon mal etwas. So, was haben wir noch?
Ich meine, den Vorteil, Bin bereit! Bereit. Ihr beiden ballert jetzt da bitte mal drauf. Ich versuch's kurz zu machen. Geh dir zur Seite. Mein Schwert gehört dir. Was ist los? Und ihr könntet vielleicht schon mal die Viecher hier platt hauen. Ich muss mich ausruhen. Erschöpfung kann im Kampf tödliche Folgen haben. Ja, das wissen wir. Allerdings haben wir gerade keine Möglichkeit auszuruhen, leider. Was soll es sein? Na komm. Schaden kann es ja nicht, denke ich. Ich bin bereit. Was? Nun sag schon. So. Ach, bist du da auf die Feuerpfeil? Ah, nee, du schießt. Soll ich auf den Typen da schießen? Ein Wort von dir? Ja. Was willst du? Zum Kampf! Du stimmst direkt, ne? Es wird, glaube ich, fast tot. Guck mal. Komm, das kriegen wir jetzt hin. Jawohl, ja. Müssen die beiden noch draufgehen? Bereit und willig. Dann ist gut. Das wäre Platz. Den Feuersalamander umhauen. Dann bist du dran. Priester! Ich brauche einen Priester! Geh mir jetzt nicht drauf, Kollege. Boah. Ich bin hier! Jawohl! So, ich kann auch wieder raus. Schön. Meine Herren. Es ist tatsächlich im ersten Anlauf gut gegangen. Puh, knapp, aber es ist gut gegangen. So, dann kann ich ja hier eigentlich schon wieder überspeichern. Zack. Die Pflicht ruft. Schön, dass jetzt wieder alle fit seid. Dann kann ich ja mal reinschauen. Was gab's denn hier Schönes? Du kannst auf mich zählen. So. Du hast eine Robe. Ah, noch ein Abzeichen, sehr gut. Malavons Wut. Und ein Dolch. Na komm, sag das mal ein. Oh, Level up. Ach ja? Ah ja, durch das Abzeichen. 500.000. Na ja gut, es war ein heftiger Kampf. Der war ja nicht ohne. So, dann hier noch weiter, bitte. Du darfst noch. Und genau, du darfst auch noch. Ich bin bereit. So, das ist wahrscheinlich von dem Erdkoloss. Achso, genau, das war das Abzeichen. Das war kein Buch zum Lesen. Ich werde mich darum kümmern. Ich schätze, ich habe Zeit, deine Drecksarbeit zu übernehmen. Ja, ich glaube, so auf Nummer sicher sollten wir hier doch nochmal gehen. Es soll geschehen. Hast du noch irgendwas Tolles? Ja. Und noch eine Robe. Mein Schwert gehört dir. Ich du suchst weiter? Sehr gut. Ich werde mich darum kümmern. Ist dieser Thron eventuell gesichert?
Die seltsamen Pilze sind ungewöhnlich groß. Sie glänzen vor Feuchtigkeit. Ein Ring. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Da war auch noch einiges zum Mitnehmen. Trank. Magieabwehr. Schild. Und Tabar rufen. 7, okay. Ja. Weißt du was? Da darfst du jetzt mal gerade hingehen. Das ist ja eher was für dich. Ja. So, jetzt haben wir da. Unsichtbarkeitstrank. Was ist das? Ah, Samen, genau, den wollte er ja auch noch haben. Fleisch zu Stein. Ah, dann ist erstmal kein Platz mehr. Augenblick. Das kann mal weg. Kannst du nicht? Du vielleicht? Jawohl. War sonst noch irgendwas? Jetzt glaube ich noch. Was aufgenommen gehabt. Sehr gut. Du kannst auf mich zählen. Und hier ist noch eine ganze Menge an Zaubersprüche drin. Okay. Hm? Guck mal, Zaubersprüche. Tödlicher Nebel, ja. Ich glaube, der war auch nicht verkehrt. Ist Zauber. Alles mal mitnehmen hier. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wie gesagt, da haben wir alles. Da dürfen wir auch alles haben. Das darf da mal noch rein. Tja. Was macht denn jetzt was? Fleisch zu Stein. Für immer. Das mit dem Nebel wäre aber auch nicht schlecht, ne? Den nehmen wir doch einfach mal. Hast du noch irgendwas Neues? Dann nehmen wir das. Auch ganz nett. So, heiliger Schlag haben wir ja schon. Krankheit verursachen vielleicht noch? Oder warte mal. Striktes Denken. Was bringt das? Das wäre auch noch ein... Ja. Mehr Segen ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, und da haben wir erstmal nichts Neues. Also keine Plätze mehr frei. Okay. So viel zu tun. Das ist gut. Einfach. Was gibt's hier drin? Achso, das ist der Schild, den wir weggeschmissen haben. Da waren wir, glaube ich, noch nicht dran. Uha. Noch mehr Zauber. Noch eine Kette. Na dann. Aber auch. Oder beziehungsweise Amulett ist auch nicht identifiziert. Na dann,
Massenunsichtbar. Okay. Ja, des Todes. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Kannst du mal hier deinen normalen Pfeil noch reinnehmen? Hast jetzt hier wieder ein bisschen mehr Platz. Ach ja, in Ordnung. Obwohl jetzt auch irgendwie alles schon mit Pfeilen vollgestopft ist. So, am Thron war ich schon, oder? Ja. Da haben wir den Banner. Okay. Ich glaube, dann würde ich jetzt aber die Zeit tatsächlich nochmal nutzen, um nochmal ins Arboretum zurückzugehen. Dann können wir da ein paar Pfeile kaufen, die Sachen identifizieren lassen und die Samen noch abgeben. Es soll geschehen! Sollte jetzt ja auch wieder einigermaßen fix gehen. Komm. So geht's schneller. Und zum Glück sind halt hier keine nachspawnenden Gegner, was mir auch gerade sehr lieb ist. So, alle Mann da, sehr gut. Dann könnt ihr auch mal hier raus. Du kannst auf mich zählen. Dann schauen wir mal. Ta-ta-ta. Du kannst auf mich zählen. Das geht jetzt, denke ich mal, relativ schnell. Ist halt die Frage, ob wir jetzt achten die Uhr. Ja, mal gucken, ob wir in der Folge noch was anderes machen. Ich kümmere mich drum. Ich meine, ja, die paar Minuten kriegen wir noch hin. Dann, ja, dann ist halt die Frage, was fehlt denn jetzt noch? Beziehungsweise, wo ist denn jetzt noch ein Gebiet, wo ich noch nicht war? Weil da unten ist ja auch alles mehr oder weniger erledigt. Vielleicht wird es beim nächsten Mal mehr runtergehen, der Pukelin auch nochmal zeigen. Ich würde jetzt gerne, dass ihr da hochgeht. Da jemand verlaufen. In Ordnung! Ja, ich glaube, ich warte, dass wir bis jetzt hier alle angekommen sind und dann gehen wir hoch. Was haltet ihr denn davon? Das geht doch schon besser. Es soll geschehen. Zum Glück sind die Wege jetzt nicht allzu weit, wenn man hier hoch hapert. Wieder irgendeiner, der hier aus der Reihe tanzen muss. Gut, ich glaube, da geben wir zuerst mal den Samen ab. Oder die Samen sind ja mehrere wahrscheinlich. So ein Samenkörner in diesem ganzen Beutel drin. Ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich alles hier im Arboretum erledigt, was zu tun war. Ich werde mich darum kümmern. Ich kümmere mich drum. Zack. Ich kümmere mich drum. Ich wusste, dass wir jetzt da noch was finden, hätte ich vielleicht auch eh alles auf einmal. Obwohl, wir mussten ja eh Zeug kaufen. Ich habe ein paar Samen gefunden, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Ihr habt Samen gefunden, damit ich den Ort etwas von seiner alten Schönheit zurückgeben kann. Ich hatte schon fast aufgegeben, jemals hier wieder leben zu sehen. Ich danke euch.
So, das wären die Pflanzen. Ja, das gibt tatsächlich noch ordentlich XP. Das Arboretum erstarrt wieder. Na gut, in altem Glanz, meine Freunde. Ich denke, jetzt ist meine Arbeit hier getan und es ist Zeit weiterzuziehen. Ich danke euch. Lebt wohl. So, sehr hübsch. Das hat sich doch gelohnt. Ich kümmere mich drum. Dann gucken wir, was wir noch Tolles gekriegt haben. Jawohl! Ich kümmere mich drum. Wir damit dann noch so anfangen können. Jawohl! Ist wieder zurück. Warte ich jetzt auch, bis alle angekommen sind. Vielleicht geht es etwas schnell mit dem Zeug hin und her schieben. So. Erstmal identifizieren. Dolch. Zauberrobe und den Ring. Hast du noch was? Nein. Auch nicht. Du hast noch das Amulett. Dunklen Fleisches, das klingt doch mal ganz gut. Hat nicht irgendjemand noch einen Trank oder was aufgenommen gehabt? Alles klar, dann schauen wir mal. Was macht die Robe? Rüstklasse 3, plus 10 Bonus, plus 2 gegen Zauber, Unauffindbarkeit, Resistenz gegen Blick der Erdkolosse. Ich glaube, das wäre doch was für dich. Wahrscheinlich ist die auch besser als die Robe hier. Bösen Erzmagier. 1 Rettungswurf, ja, okay, dann. Und kann eh nur von bösen. Feuerkuss, das macht Feuerschaden. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie es scheint. Kannst du, glaube ich, vielleicht auch mal benutzen. Das wird verkauft. Was macht der Ring? Oh, mehr Angriffe. Wer hat denn noch... Du hast noch keine Ringe. Du hast ja schon minus... ja, du bist ja eigentlich schon gut rüstungsklassenmäßig dran. Da ist das dann auch zu verschmerzen. Das Amulett. Gelähmt und krank. Okay, das verkaufen wir. Gut, dass wir das Zeug erst identifizieren, bevor wir es anlegen. Dann kannst du noch den normalen Dolch mal loswerden. Cool. Zu deinem Befehl. Ich kümmere mich drum. Dann kaufen wir noch kurz ein. Du darfst dir noch ein paar Pfeile gönnen. Ist jetzt voll. Brauchst eigentlich keine Kugeln mehr. Genau, du kannst die Robe dann... Oder warte mal. Stopp. Wir haben dich bei dir... Nee, wir haben das noch nicht ausgetauscht. Hast verkauft. So, und dann jetzt nochmal. Also, Erzmagier kann weg. War sonst noch was da?
Erstmal nicht. Kannst sie lokal verkaufen. Oh, komm. Müllt auch noch das Inventar voll. So, tschüss Schattenrobe. Tschüss Dolch. Das sollte jetzt wieder passen. Mein Schwert gehört dir. Sehr schön, da war das erledigt. Dann geht's wieder raus. Einmal zurück, bitte. Eingestürzt. Verpeilt. Die Pflicht ruft. Aber dann könnt ihr jetzt mal wieder in aller Ruhe zurück. Wie es aussieht. Na kommt. Ein wenig Beeilung. Auf mich zählen. So. Ja, ich glaube, dann haben wir tatsächlich erstmal hier alles erledigt. Ich habe mal noch gucken, ob die noch irgendwelche irgendwelche tollen Zauber oder sowas haben, aber wir haben ja eh gerade keinen Platz mehr frei. Schon ziemlich tolle Zauber gefunden. Naja, passt das ja einigermaßen. Ich weiß, er ist versteckt, aber dafür auch langsamer, oder wie? Ob das so ein guter Tausch war. So, wieder zurück. Die Pflicht ruft. Ja, wo geht's denn hier noch weiter? Wo ist denn noch was zu tun? Ich werde mich darum kümmern. Ob man es da unten vielleicht noch irgend... Ah, da geht's auch weit. Okay, ich glaube, da waren wir ja auch noch nicht. Aber vielleicht da mal nach. Moment, mal gerade gucken. Wie sieht es bei dir mit Pfeilen aus? Ja, noch geht's. Kann ich helfen? Mal gucken, was das jetzt bringt. Kritische Wunden heilen. Das hatten wir, glaube ich, bei dir schon, oder? Lauf mal schneller. Alle da? Aber nicht. Ein Wort von dir ist genug. In Ordnung. So, achso, ja, ich will ja eigentlich dahin. Kann ich da runter? Sollten ja alle da sein, irgendwie. Ja, du kennst es auch schon. Alles klar, dann können wir es verscherbeln. Bereit und willig. Oder muss ich halt noch... Da habe ich... Ich glaube, ich habe doch sonst alles abgefrühstückt hier. Palast waren wir. Dann Malavons Palast war da hinten.
Naja, schauen wir einfach die nächste Folge mal, wo es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.